Hallo, liebe Waschbärenfreunde, und herzlich willkommen auf Waschbärs Werkstatt, in Waschbärs Werkstatt. Heute geht es um LED-Leisten, um so eine Batterie, den Kondensator geht es nicht. Dafür geht es um Sicherungen und um das Voltmeter, was man da so sieht. Genau. Hintergrund ist der, ich möchte, wie man unschwer erkennen kann, ist das jetzt bloß heute so ein Funzel-LED-Licht-Dings. Es ist nachts und ich möchte eben meine Werkbank entsprechend ausleuchten. Das kommt noch eine Decke ran und dementsprechend muss ich auch eine Leitung verlegen und diese Leitung auch absichern. Da haben wir hier Sicherungen. Und wie stelle ich das Ganze an? Ich muss wissen, wie viel Strom da durchfließt, wie viel Strom der Verbraucher braucht. Dementsprechend muss ich die Leitung verlegen oder Leitung auswählen. Was sich jetzt bei mir bewährt hat, war diese 0,14er Leitung. Ich glaube, dass es eine 0,14er Leitung ist, also 0,14 Quadratmillimeter. Das ist eine Litze. Natürlich schön im Wohnbereich, weil die relativ dünn ist und relativ klein. Problematisch aber der niedrige Querschnitt, eben ob sie den Strom aushält, was ich da durchschicken will, zwecks Verluste. Genau. Dann haben wir eben die LED-Leiste hier und dann geht's los. Also ich habe jetzt hier eine Spannungsquelle, 12 Volt, das ist eine ganz normale so Batterie, wie man es halt vom Akkuschrauber kennt. Die habe ich mit einem Adapter verbunden, der Adapter geht da rüber, geht da rein, dann kommt man da an die Messspitze wieder. Dahin. Genau. Das ist einfach bloß eine Ampere-Messung. Ich hoffe, das können wir jetzt so erkennen. Und dann legen wir los. Der andere Ende haben wir natürlich da. Das ist jetzt der Plus. Also rotes Plus. Es kommt. Da messen wir jetzt einfach mal einen Strom. Ich hoffe, das wackele ich so hin. Fällt mir nicht um Batterie. Ah, falls du jetzt mal erwischt. Und jetzt mal sieht. Das fängt blau an zu leuchten. Ich hoffe, dass meine Hand jetzt nicht das Amperemeter verdeckt. Dann sage ich es euch, 0,3 Ampere. Das ist ja ein bisschen das Kabel so gestarrt hier. Dann leg die hier, was du meinst. Genau. Jetzt will ich nochmal das Amperemeter. Vielleicht geht es noch besser. Also jetzt haben wir da 0,3 Ampere fürs blaue Licht, aber wir haben andere auch noch, andere Farben. Wir haben Rot. Ah, die brauchen schon 0,4 Ampere, die roten. Dann haben wir noch die grünen. Die brauchen ungefähr auch 0,3 Ampere. Genau. Und summa summarum kommen wir ungefähr auf 1 Ampere, also was dann über die Plusleitung fließt, wenn alle an sind, weil ich nur das Teil weiß betreiben werde. Und weiß heißt alle Farben, das kriege ich da hier so. Türkis, komm schon, jetzt ist weiß, ja, ungefähr 1 Ampere. Und dementsprechend müssen wir unsere Sicherung auslegen. Ich würde einfach mal sagen, jetzt steckt meine Batterie mal ab, dass nichts passieren kann. Für diesen Zweck reicht das Kabel 1 Ampere, wenn ich da bloß 3-4 Meter habe, ist das relativ wurscht wegen Verluste. Es ist halt nur so, dass die LED dann ein bisschen dunkler wird, weil es eben bloß 12 Volt ist. Da geht es eher um den Spannungsfall, also um die Erwärmung. Und dann nehmen wir einfach da so eine Feinsicherung her. So sieht das aus. Mittelträge, habe jetzt noch Gott sei Dank noch ein paar rumliegen. Ja, ein paar. Das sind Glassicherungen und dann haben wir da eine Absicherung von 1,25 Ampere. Das ist ein bisschen mehr, das ist gut, das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Genau, und das kommt dann da rein. Steckt man da rein, dann kann man das da reinstecken, zuschrauben. Das ist ein cooles, eine coole Vorrichtung, dass man da eben die Kontakte abgreifen kann, aber zugleich beim Sicherungsfall bequem das Teil wechseln kann, indem man es wieder rauszieht, Sicherung wechselt und dann wieder zusammenbaut. So stellen wir das vor und es kommt dann halt das Kabel dann dran an den Plus. Dann brauche ich bloß eine Sicherung im Kurzschlussfall. Genau. Und so wird das ausgehen. So viel zur Theorie und jetzt kommt schon langsam mal die Praxis. Hoffentlich endlich jetzt mal einmal so. Gut. Vielen Dank fürs Zusehen, ich bedanke mich und guten Abend.